Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Euer Truck Simulator 2, aber ein Special. Ich würde mal sagen, der LKW sagt ja eigentlich schon alles, oder? Wir haben einen eigenen LKW. Geile Fickkacke. Okay, ich würde mal sagen, fahren wir gleich mal. Müpp, fahren wir gleich mal mit unserem eigenen LKW. Ha, schön. So. Yep. Okay. Wirklich zurückfahren, den ganzen Tag da drinnen da werden. Ach so, jetzt kapiere ich das auch, oder was? Also kurz nach sind die Anweisungen. Ach so, wenn man bei der Tankstelle sind oder so. Ah, jetzt habe ich das doch mal begriffen. Okay. Gibt hier irgendwo einen Auftrag oder so? Hier hinten ist irgendwas. Wartet mal, un momento. Nee. Okay. Ich will mal gerne wissen, was hier hinten ist. Ja, hör auf zum Hupen, zum Piepsen, ey. Will nicht sein. So. Ich wüsste gerne, was hier hinten ist. Ich weiß nicht, wie ich da fahren muss. Umdrehen. So. Ah, hier. Okay, da fahre ich so und dann geradeaus, okay. Okay, dann fahren wir mal so. Haben wir aber Lichtern. Hör auf zum Piepsen, ey! Mann. Okay. Ja, blinken, hallo. Okay, dann mach ich, leck mich. Ah, ist ja schön, ohne Anhänger zu fahren. Ha, endlich mal frei. So. Okay. Bin gespannt, was das ist. Wahrscheinlich entweder. Ja, wahrscheinlich ein Laden, wo man auch LKWs kaufen kann. Denke ich mir mal. So, und nach dem hier werden wir dann mal den Auftrag wieder machen. So, und eigentlich, ja, ich würde mal sagen: 5000 haben wir. Ihr könntet eigentlich, ja, ihr könnt schon. Nachricht schreiben, wo ich hinfahren sollte, denn ja, wir haben einen eigenen LKW und ich habe gesagt, sobald wir einen eigenen LKW haben, könnt ihr mir schreiben, wo ihr hin wollt und wo ich hinfahren soll. Also. So. Was ist denn das? Wow, wow, wow. Hä? Ah, ich dachte, das schon. Händler, sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Aha. Ist ja auch mal nicht schlecht, okay. Ihr könnt da Leute einstellen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. So, nehmen wir mal einen Auftrag wieder an. Wo gehen wir hier? Auftragangebot. Nee, Quatsch. Nee, nicht Auftragangebot. Hier, Weltkarte brauche ich. Das will ich. Schneller Auftrag. Ganz genau. Das will ich. Oh, schon wieder Muni. Warte mal, was ist das? Frachtmarkt? Das ist. Was? Hä? Was ist denn das? Hä? Was soll das sein? Wir haben einen Anhänger hier, okay? Was bedeutet das? Nach Frankfurt? Was ist denn das? Standardlieferung, okay. Das ist ganz toll, aber. Samstag 23, ja, okay. Ich weiß nicht, was ich das jetzt gebracht habe, aber wir fahren einfach mal dorthin, weil wir das können. Also ist das so ein Auftrag, das wirklich. Ah, das ist, ich glaube, so ein Auftrag, den wir erst abholen müssen und dann irgendwo hinliefern müssen, oder was? Oder so. Ich weiß nicht. Ich denke nicht, aber. I don't know. Egal. So. Ja, schauen wir mal. Wir fahren jetzt einfach mal zu dieser Position und dann schauen wir mal weiter, was die wirklich abgeht. So, und jetzt ist nur das. Das Blöde ist jetzt nur, dass wir, ja, wenn wir tanken, dann müssen wir das wirklich selbst bezahlen. Denn wir haben jetzt eigentlich keinen laufenden Auftrag, sagen wir mal so, denn wir haben ja keinen Anhänger. Ja. Na egal. Wir stellen ein bisschen schief, aber ja, sonst wäre ich dann sicher reingebrettert. So, komm, mach mal grün, du Ampel. Mach mal grün. So, danke.
auf geht er. Sondern das besteuert er natürlich auch viel schneller, ist klar, ohne Anhänger, ohne was mitziehen. Und unseren fetten Arsch muss er natürlich mitziehen, aber mittragen, sagen wir mal so. Mitziehen muss er das natürlich nicht. Okay, so. Und jetzt kommen wir natürlich auch viel schneller auf die 80 hoch. Schau, ich meine jetzt, okay, jetzt haben wir doch so einen 12. Gang. Ich dachte, wir kommen jetzt mit dem 11. Gang auf 80. Ja, geht das eigentlich noch, meine Fresse. Bisschen schneller geht schon, Leute. Soll nicht. Wenn wir ein bisschen die Sau rausholen, denn hier, hallo. Erstmal ohne Anhänger fahren, das ist immer episch. 90, okay. So, ich muss mal kurz gucken hier, wo ist. Nächste Pause in. Ach so, ihr könnt das gar nicht gucken, oder was? Okay. Hä? Naja, egal, machen wir einfach. Wir fahren einfach dorthin und dann schauen wir mal, was das wirklich ist. Dann müssen wir um die Zeit dort sein, oder was? Naja, schauen wir mal. Das erste Mal, dass ich das mache, dann ist klar, dass ich das nicht so gut weiß. Danke, ich wollte dich schon überholen. So. Komm, 12. Gang, ein bisschen flotter hier. Mann. Okay, ja, ich glaube, alle LKW fahren 90 oder so. Ich glaube, die kann man gar nicht mehr so richtig aufbauen, dass die mehr fahren. So. Tschüss, Gott, du fährst mir so langsam. Mann. So. Kann es sein, dass es schon wieder bald Regen zum Anfängt zum Regnen, meine ich. Ja, die Sonne geht schon wieder unter, ist klar, es ist 18, also fast 6:30. Okay. So. Wieso zeigen die Pfeile in die Richtung? Was soll das jetzt? Ich habe so ein Gefühl, dass wir dorthin fahren müssen, dann die Lieferung abholen müssen und dann irgendwo anders wieder hinfahren. Ich glaube, das ist so, weil sonst werden wir einfach zu irgendeinem Ort teleportiert, einfach so, und hin müssen wir selber fahren. Selber hinfahren, die Lieferung holen und dann selber dorthin fahren, wo die Lieferung kommt. Aber wenn das wirklich, wenn die Lieferung bis 2 Uhr oder 3 Uhr, ich weiß nicht, ich glaube 3 Uhr, wenn die Lieferung bis 3 Uhr dort sein musste, dann das schaffen wir dann niemals, das geht gar nicht. Und hier sind wir erst in 14 Stunden bei der Lieferung, oder was? Willst du mich verkohlen? Oh mein Gott. 14 Stunden. Ja, sonst geht's noch, oder? Hallo. Wow. Aber ich hoffe, für den Aufbau bekommen wir ein bisschen mehr Kohle, dann, wenn wir das machen. Ich hoffe. So. 90, war klar. Aber hier kann man sich echt gut verfahren. Also ich meine, bei der Autobahn kann man sich gut verfahren. Alter. Wieso bin ich mich hundertmal verfahren in den letzten Parts? Was soll denn das? Meine Fresse. Okay, ist klar, ich kann das Spiel noch nicht so gut, aber jetzt kann ich es eigentlich eh schon. Naja. Es geht. Muss man mal sagen. So. Immer 14 Stunden, oh mein fucking hell. Okay, es wird schon Nacht, ich merke das schon. Also, ja, eigentlich Abend. Sagen wir mal so. Schaut es so aus, als würde es bald regnen wieder? Ja. Ich fahre so einen Stiefel zusammen, ey, bleib mal auf dieser Spur hier. Soll nett. Aber umsehen und gleichzeitig fahren ist auch ein bisschen schwer. Naja. Das sieht irgendwie aus wie die Riegelsburg, ich weiß auch nicht warum. Also es ist ein Schloss, das merkt man schon. So, 13 Stunden alt, ja knallt, ja. Am Arsch der Wetter ist das. Okay, wir fahren jetzt die Kacke trotzdem fertig und dann schauen wir mal, was sich das wirklich gebracht hat. Und wenn das gleich viel bringt, wie wenn wir einen normalen Auftrag machen, dann machen wir aber wieder den normalen Auftrag, dann das dauert mir wirklich zu lange. Und normalerweise sollten wir mehr Geld bekommen, denn hallo, wir fahren extra dorthin zum Auftrag
Und dann extra die Fracht abliefern, das ist ja noch mehr. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe schon, dass das wirklich mehr Geld bringt, denn sonst ist es ja komplett umsonst. Schauen wir mal. So, ich habe irgendwie keinen Plan, wo wir eigentlich hinfahren müssen. Ich fahre irgendwie immer nur das Navi nach. Ich weiß nicht, ich hab das schon wieder vergessen, wo wir hin müssen. Deshalb wollte ich ja vorher nachschauen, aber eigentlich, ja. Wir sind scheinbar in keinem Auftrag. Also es ist jetzt wirklich Open World. Wir können hier hinfahren, wo wir jetzt gerade hinfahren, aber wir müssen scheinbar nicht. Aber okay, wir machen es aber trotzdem. Ist ja egal. So, 13 Stunden. Ich glaube, der Part wird nur von dem Fahren hier sein. Ja, kann sein. Kann gut sein. Hey, rotes Code, was geht ab? Oh Mann. Linz sind wir vorbei. Okay, dann müssen wir irgendwo abbiegen. Hier geht es nach Linz, okay. Sind aber in Österreich, was ich weiß. Ja, Linz ist schon Österreich. So, hier noch immer geradeaus, okay. Vielleicht können wir die Hand wechseln kurz, bis wir abbiegen müssen. Wow! Ja, die Hand ist dann gleich reingebrettert, Alter. Aber ich glaube, da wir haben nur ein bisschen die Wand berührt mit unserer Reifen. Das macht nichts, das macht nichts. So, wir müssen hier hin. Okay. So. Nee, Quatsch. Nach Nürnberg, okay. Nürnberg fahren wir dort. So, also nach Nürnberg fahren wir schon, ist mir schon klar, aber müssen wir nach Nürnberg? Ich weiß nicht. Ich fahre einfach dorthin, wo das Navi sagt. Weiß ich. So. Okay. Wie schaut's denn aus? Jetzt geradeaus immer. Ja, aber wie vorher eigentlich. Nur das eine Mal abwägen, wow. So, na Kollege, du hast auch keinen Auftrag? Ich auch nicht, ich fahre aber gerade den Auftrag, du Bob. Wahrscheinlich du auch, ja. Kann sein. Ah, ein Tunnel, okay. Na Kollege, dann schaut aber geil aus mit dem Rot, nicht schlecht. Und es gibt eigentlich den ganz bestimmten Grund, warum ich den eigentlich genommen habe, obwohl wir einen den besten nehmen können. Also einfach, ich wollte einfach meinen eigenen LKW haben, das kann ja nicht sein. Der World Truck Simulator 1, da bekam man sofort 100.000 Euro oder so, keine Ahnung wie viel. Und da konnten wir sofort, warte mal, 50 EP für 100 Kilometer während der freien Fahrt, achso, okay, ja, super. Da konnten wir sofort einen eigenen LKW kaufen, mussten wir sogar kaufen. Und hier muss man erst ganz Geld haben und dann eigene, dann Aufträge machen. Und ich wollte einfach meinen eigenen LKW haben. Ist auch viel leichter, Kollege, ich bin Anhänger, da würde mich schon anzipfen, ey, ohne Witz. So. Solange wir nicht tanken müssen, ist mir eigentlich alle recht. Den Tank müssen wir selbst bezahlen. Und der Tank kostet, glaube ich, bis 600 Liter oder so. Ja, 600 Liter geht hier rein. 1000 oder so. Ich glaube, 1000 oder so. Ja, fast 1000 oder 1000. So, hier sind Tankstellen und Alter, hier ist ja ein komplettes Revier hier von, also ein komplettes Lager von LKWs, what the fuck. So, du von der Anhänger, Kollege, was geht ab? So. Wert mal wieder, ne, warte mal, ich wechsle nicht, noch nicht die Hand. Ja, okay. So. Hand gewechselt und weiter geht's. Denn das ist schon sehr anstrengend mit dem Mittelfinger die ganze Zeit so rumzugurken. So, ich würde mal sagen, bevor wir eine Strafe bekommen. Bam! So, jetzt kann ich die Polizei mal. Wenn wir eine Strafe bekommen, wird sicher keine. Wir fahren mit Licht, also. Ein bisschen ausholen lassen und weiter geht's.
So, na, wat grab? Wat grab, wat grab, wat grab? Ja, aber der ist irgendwie, also, dass das nur, okay, in Anführungszeichen, nur 98.000 gekostet hat, ist eigentlich nicht schlecht. Wie kann ich wissen, wie die anderen durchdrehen dann? Also, die kaufen wir dann vielleicht auch mal irgendwann wirklich ferner Zukunft. Denn da dauert ja ewig, bis wir Level 20 haben, denn wir haben jetzt Level 7. Und dann 176.000 oder so haben, und jetzt haben wir 5.000 da. Mann, Mann, Mann. So, was hat denn der hier oben? Ah, der hat auch schon wieder Türen oder so für ein Haus oder so. Oder Fenster? Was ist denn das? Ja, das, ich glaube, das sind so Fensterrahmen oder so. Und so ein Kack. Ja. Ja. So. Hier oben wohnen welche, okay, am Berg. So. Mal gucken hier, wie weit das eigentlich noch ist. Ey, was soll denn das jetzt hier wirklich? Alter, noch die ganze Strecke hier, Sama. Sonst geht's noch, oder? Was hat der hier? Benzin oder was? Öl? Irgendwas. Gott sei Dank haben wir keinen Anhänger, so einen Behinderten. Ja, das ist Öl oder irgendwie so was. Kuhscheiße? Nee. Das weiß ich, was der hat. Wow. Hallo. Alter, es wäre echt geil, wenn wir wüssten, wohin wir müssen. Alter, ich habe keinen Plan. Ich weiß nur, dass wir ganze Zeit noch geradeaus müssen. Also das machen wir sicher nicht noch. Das machen wir noch nicht nochmal. Auch wenn es uns so viel Geld bringt, aber ich glaube nicht, dass das so viel Geld bringt. Das ist ja nur mehr langweilig hier, meine Fresse. Noch 10 Stunden Gurken, ey, komm, leck mich. Wir fahren schon eine halbe Stunde, also in real life. Puh, also ich nehme schon eine halbe Stunde fast auf. Meine Fresse. Also ich glaube, die Nacht fahren wir ganz sicher durch, das ist schon mal klar. Hinter uns fährt auch keiner. Doch einer. Naja. So, hier ist wieder eine Autobahn. Okay, wir sind die ganze Zeit auf der Autobahn, aber trotzdem, hier ist ein Tunnel oder so, irgendwas. Auf Navi sehe ich halt dann drei oder vier, was auch immer das sein soll. Oder eine Brücke. Nürnberg, ist hier nicht Nürnberg hier irgendwo? Also müssen wir nach Nürnberg nicht? Scheinbar nicht, schade. Oh mein Gott, wir müssen durch Nürnberg und dann noch weiter rumgurken. Oh Mann. Was soll das? So, schlafen müssen wir auch mal bald bitte. Naja. Whatever. Das du hier oben, irgendwann. Steine. Nee, nicht Steine, keine Ahnung. Autos. Also ohne Radio ist es wirklich sehr langweilig, aber naja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, jetzt kommen wahrscheinlich wieder Kommentare. Ja, dann tu halt Musik rein ins Radio. Nee, will ich nicht. Copyright. Also ich habe keinen Bock auf Copyright. Das interessiert mich nicht hier. So. Eine ewig lange Brücke und hier ist irgend so ein Teich oder so, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, nee, ja doch so ein Mini-Teich, weiß ich. Pff, 9 Stunden und 15 Minuten noch, oh mein Gott. Was soll denn das hier? Ja, nach Nürnberg müssen wir vorbei eigentlich. Ja, okay, vorbei müssen wir. So. Kein Schwein fährt hier. Alter, wir sind so alleine. Einfach für eine 300 hinter uns, was will ich eigentlich? Kein Schwein. Ja, sag mal an, wie viel fährst du? 110 oder was?
Er kann ja nicht sein, der ist schneller als ich und ich fahre schon 90. Okay, 89, 90. So. Hier reden auch gerade aus, ja, war klar. Okay. So. Aber ich bin froh, dass wir einen eigenen LKW haben, obwohl das auch fast sich nichts bringt, denn dieses ewige Rumgurken hier, das ist so langweilig, so nervig. So langweilig, meine. So, Nürnberg sind wir schon fast vorbei. Zur Hälfte ungefähr. Na, Kollege, wart knapp, wart knapp, wart knapp. So. Ja, ich glaube, da sind jetzt Wolken, die was sagen, okay, es wird Nacht. Also es ist Nacht, besser gesagt. Aber ich glaube, Regenwolken sind das noch nicht. Glaube ich, denke ich mir mal. Denke ich mir mal so eiskalt einfach. Hallo Mond, was geht ab? So, hier ist ein Tunnel wieder mal, okay. Von mir aus. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass die Menschen, die was Platzangst haben, also die was durch Tunnel fahren, dass die das Spiel sicher nicht spielen, das denke ich mir mal. Also ja, wenn ihr mir zuschaut, die was auch Platzangst haben, ich glaube nicht, dass ihr jetzt hier zuschaut. Nee, glaube ich nicht. Nee, wie denn auch? Die werden einen Call bekommen. Gut, dass ich keine Platzangst habe. So. Wo ich das nicht ganz verstehe, warum man hier in den Tunnel Platzangst bekommen kann. Ich kenne ja auch ein paar Leute, die Namen will ich Ihnen nicht sagen oder so, aber ich kenne auch ein paar Leute, die haben auch Platzangst im Tunnel, aber ich weiß nicht warum. Ich meine, wie kann man im Tunnel Platzangst haben, wenn man irgendwo eingesperrt ist in einem Käfig oder keine Ahnung, mit dem Gefängnis oder so, dann vielleicht schon, aber hier ist ja ewig viel Platz im Tunnel. Also Platz ist hier schon viel. Komisch. Naja. Ist ja auch Wayne. Also mir macht es nichts aus. Hallo, mir ist es egal. Aber ich meine ja nur. Okay, auch gerade noch raus. Oh mein Gott. Köln, Mannheim, Frankfurt. Köln, Mannheim, Frankfurt. Zweimal hintereinander die Tafel, ist klar. Er bringt sich irgendwie überhaupt nichts, aber okay. So, immer geradeaus eigentlich, ja. Eigentlich könnten wir wie ein Gestörter herumfahren, denn ja, viele Autos sind hier.